Heute zeige ich einen Besuch beim Schulaporn-Damm. Das ist ein relativ großer Staudamm in unserem Bereich, ca. 100 Kilometer zu fahren. Und mich hat es erwischt, es regnet in Strömen. Hier ist eigentlich ein schöner Aussichtspunkt, wenn kein Nebel ist. Heute ist es sehr neblig, wie ich in Thailand eigentlich noch nie erlebt habe. Und Regen. Jetzt sind mal Verkaufsstände hier gewesen. Hier ist in der Rückseite ist ein schöner Parkplatz mit einigen Tischen und Bänken. Und ich denke mir, dass hier auch mal die Prinzessin, deren Namen der Staudamm trägt, auch den Aussichtspunkt mal genossen hat. Heutzutage hält ja kaum noch jemand an. Und jetzt sind wir direkt am Staudamm und hier ist strahlender Sonnenschein. Das ist ein Nebendamm, der wahrscheinlich beim Bau des Staudamms zum Um- und Ableiten des Wassers vom Fluss entstanden ist. Ein ruhiger Ort, idyllisch für Tiere, Vögel, ja, und im Wasser sind auch viele Fische. Schöne Reflexion auf dem Wasserspiegel. Jetzt sind wir direkt am Staudamm, am Stausee. Stehen einige Hütten rum, in die man sich nach einem Spaziergang dann ausruhen kann. In Thailand sind die größeren Stauseen des Umfelds parkähnlich angelegt. Mit Fressbuden und viel Grün und Blumen. Hintergrund mit jemand mit einer Motorsägensense. Das Grün. Thank you.
Termitenhügel gibt's hier. Ist aber arg vom Regenwasser in Mitleidenschaft gezogen. Obwohl Regenzeit ist, ist der See fast leer. Ja, rechts im Vordergrund sind die Pegelmesser, den Wasserstand. Aber die oberen sind wohl schon lange nicht mehr vom Wasser erreicht worden. Ist der oberste Pegel, aber so hoch war schon lange kein Wasser mehr. Das ist jetzt die Auslaufseite vom Staudamm. Viel Wald und viel Berge hier in der Gegend. Mal die Auslaufseite von einem anderen Standort und man sieht, dass der Staudamm nicht arbeitet. Der Wasserstand reicht nicht aus. Man sieht am Himmel die vielen Wolken. Wird wohl heute noch öfters regnen. Eigentlich brauchen wir den Regen, damit der Staudamm dann wieder richtig arbeiten kann. Hier links ist der Antrieb für den Überlauf, um den zu öffnen. Und man sieht, der Überlauf, der ist schwarz, da ist schon lange kein Wasser mehr abgelassen worden. Am Ende, das ist alles Regenwasser, aber nicht vom Staudamm. Ist der Notablass oder Überlauf an der Stauseeseite. Man sieht, der Wasserstand reicht nicht mehr ran bis an die Mauer im Bereich des Auslaufs. Thank you.
Hier sieht man nochmal die Mauer. Ist ja eigentlich bloß Steinwall von der Seeseite aus. Hier nochmal eine vergrößerte Aufnahme. Man sieht, die Tore sind alle geschlossen. Man sieht auch ganz deutlich, wie hoch mal das Wasser gestanden hat. Schön, wenn man mal wieder befolgt. Hier wieder der Parkplatz von einem anderen Standort. Und wieder hat es geregnet, wo ich jetzt hier war. Ist bloß ca. 5 Kilometer vom Staudamm entfernt. Aber scheinbar eine regenreiche Ecke. Da sieht man den kräftigen Wolken am Himmel. Es ist Regenzeit. Und trotzdem sind die Staudämme alle leer. Nochmal der Parkplatz. Kurzer Überblick. Da sieht man, wie das Regenwasser wieder verdampft. Aus dem Erdboden, trotzdem ist es relativ warm. 30 Grad haben wir bestimmt.